Nachdem jetzt der Teil von der politischen Seite weitestgehend mal bestritten ist, werden wir von einer Buchser Künstlerin, ich bezeichne sie jetzt so, weil sie nämlich in Buchs aufgewachsen ist, werden wir mit Wort noch ein bisschen in uns selber geführt. Julia Kubik ist in Grabs geboren, in Buchs aufgewachsen. Allerdings, aber das ist glaube ich gut, wenn die Jungen mal eine Zeit lang auch wegkommen, sofern sie wieder zurückkommen, ist sie jetzt in St. Gallen, hat sich dort weitergebildet, aber für uns wichtig ist vor allem, sie ist im deutschsprachigen Raum, kennt man sie, und sie tritt an ganz vielen Poetry Slams auf. Darum freue ich mich, dass Julia als Buchserin jetzt da zu Buchs auftritt. Bitte Julia, du hast die Bühne. Danke vielmals. Hallo. Danke für die Einladung, Daniel Gut. Am Anfang, als die Anfrage kam, habe ich gedacht, ich kann das nicht machen. Erstens, weil ich ja eben nicht mehr zu Buchs wohne und gar nicht so viel da bin. Zweitens, weil der Bushof noch so jung ist, dass ich gar nicht weiß, was man darüber sagen kann. Dann habe ich aber gedacht, eigentlich ist das super, weil Platz an sich ist ein sehr interessantes Thema. Und es hat mich dann doch sehr gereizt und darum freue ich mich, dass ich jetzt da bin. Platz ist wichtig, ohne Platz kann man sich nicht bewegen, ohne Platz verschiebt und erweitert sich der Horizont nicht und ohne Platz kann man nicht existieren. Das steht fest und alles andere kann man in Frage stellen. Darum jetzt 100 Fragen zum Busbahnhof. Es geht immer um die Platzfrage. Wo fängt der Platz an und wo hört der Platz auf? Auf was für Boden steht der Platz? Wo wird der Platz wachsen? Wo könnte der Platz schrumpfen, schmelzen oder brennen? Wo könnte der Platz platzen? Wo auf dem Platz könnte man am besten ein Feuer entfachen? Wo auf dem Platz würde man was mit Kreide zeichnen wollen? Wo auf dem Platz wäre eine Lacrosse-Meisterschaft oder ein anderes sportliches Großereignis denkbar? Wo auf dem Platz könnte ein Stand für lokale Spezialitäten stehen? Wie verschiebt sich der Blick vom neuen Platz aus? Wo will man als erstes hin, nachdem man 43 Stunden am Stück auf dem neuen Platz verbracht hat? Und wo kauft man sich das Ticket dazu? Wo setzt man sich am besten hin, wenn man einfach nur Leute beobachten will? Wo ist der Platz am stärksten? Wo am schwächsten? Welche 7 Eigenschaften würde der Platz über sich nennen bei einem Vorstellungsgespräch? Wo sind die Kameras? Wo die Wespennester? Wo wurden Fehler kaschiert? Wo ist die Fundgrube? Wo ist das Tor oder die Falltür zum geheimen Untergrundtunnel, der alle umliegenden Gemeinden verknüpft? Wo ist der Platz organisch? Wäre der Platz ein Körper, wo wäre seine Milz? Wo eignet sich der Platz am besten, um sich zu verlieben? Wo, um ein Sandwich zu essen? Wo kann man ein heimliches Beet anbauen? Wo auf dem Platz setzt man sich hin, um stundenlang die Lichter über den Gleisen anzuschauen? Wo auf dem Platz kann man Hunde dressieren und wo kriegt man das beste Eis? Wo ist der Platz am zeitgeistigsten? Wo am gestrigsten? Was für ein Geschlecht hat der Platz? Wird der Platz einen Social-Media-Account haben und kann man sich dann dort mit dem Platz über Platz unterhalten? Wie viele Stunden an wie vielen Sitzungen in wie vielen verschiedenen Räumen wurde die Dachstatik besprochen? Welcher Kaffee wurde dabei getrunken? Hat seine Beschaffenheit womöglich zum Endergebnis beigetragen? Ist er waschbar? Gegen welche chemischen Reinigungsmittel würde er allergisch reagieren und bei welcher Gewitterstufe wird er lebensbedroht? Gibt es Betonkrebs tatsächlich oder ist das eine Erfindung der Autoindustrie? Ist der Platz gegen Krankheiten geimpft? Bewirbt sich der Platz für Platzpreise? Ist es wichtiger, dass ein Platz aus der Vergangenheit lernt oder sich in die Zukunft hineinträumt? Wem steht der Platz zu? Wie sieht der Platz aus? Wer bezahlt den Platz? Wer bewacht den Platz? Wer putzt den Platz? Welche Farbe hat der Platz durch die Augen einer Eule, einer Ratte, einer Echse, einer Fliege? In welchem Film würde der Platz eine Hauptrolle spielen und wer wäre die wichtigste Nebenrolle? Welche wesentlichen Charaktereigenschaften hat der Platz?
Hat der Platz Gefühle seinen Besuchern gegenüber? Was ist die beste Tageszeit, um Postkartenbilder des Platzes zu machen? Wie viel Platz braucht es im Betonquerschnitt des Platzdachs für alle Röhren, Schläuche und Kabel, die darin untergebracht werden mussten? Wie viel Eisen braucht es, damit der Beton genug stabil ist, um die ganzen Busabgase zu vertragen? Wie viel Mal muss man am Platz gesessen oder vorbeigegangen sein, um behaupten zu können, wir kennen uns, der Platz und ich? Welche neuen Pflanzenarten werden sich im Laufe der Zeit rund um den Platz ansiedeln? Wie viel Mal wird versucht werden, auf das Dach zu klettern? Wie viel Mal wird es gelingen und wie viel Mal strafrechtlich verfolgt? Wenn man 8 Busse in 4 Tagen verpasst, verpasst man dann im Schnitt sowohl das Ankommen als auch das Verlassen oder verliert man einfach nur Zeit? Wie viel Mal kann man an einem Tag mit den jeweils nächsten verfügbaren Verbindungen von Buchs via Balzers nach Mels fahren und mit einem Bogen über Frimsen zurück? Was soll das bringen? Wie viele verschiedene Hunderassen werden im Schnitt pro Tag den Platz frequentieren? Wie viele Liter Wasser, Bier, Softgetränke, Tränen, Spucke, Blut, Urin, Desinfektionsmittel, Erbrochenes, Glasse, Öl, Benzin und Kaffee werden den Platz nach 10 Jahren schon berührt haben? Wie viel davon ist darin versickert und wie viel wurde weggewischt? Wie viel Mal wird jemand versuchen, auf dem Platz zu übernachten und wie viel Mal wird es gelingen? Wie viel Mal werden Ideen und Konzepte zur Platzgestaltung oder darauf stattfindenden Events bei der Gemeinde eingereicht und auf wie viele wird geantwortet? Wie viele umgesetzt? Wie oft wird sich hier geliebt? Wie oft getrennt? Wer wird nach einem Jahr am öftesten hier gesessen haben? Wie wird sich der neue Platz auf den Tourismus auswirken und wie auf die Sitzgewohnheiten der Spatzen? Wer wird ihm den ersten würdigen Rap-Text widmen und wer den ersten wütenden Leserbrief? Welche Spitznamen wird er bekommen? Wessen Graffiti wird als erstes entfernt und welches bleibt am längsten stehen? Was hat beim Bau am meisten Schwierigkeiten verursacht? Welches war das mühsamste Telefon? Was die schönste Überraschung? Nach welchem Vorbild wurde er entworfen? Was für ein Gedanke oder Gefühl liegt der Anordnung der Neonröhren zugrunde? Welche Choreografin wird den Platz zu einer alle Flächen inkludierenden Tanzperformance inspirieren? Welches neue Parkour-Kunststück entsteht eigens für die Stützkonstruktion? Wie lange dauert es, bis man den Platz nicht mehr als neu empfindet? Wie viele Buchserinnen und Buchser werden aufgrund der Faszination für die Architektur des Dachs Architektin oder Architekt werden wollen? Und wie viele werden es dann wirklich? Was war die schwierigste Aufgabe während der Planung des Platzes? Wie viel Prozent der Fläche einer Stadt sollte laut Raumplaner-Lehrbuch von öffentlichen Plätzen belegt sein? Wie gefährlich ist der Platz bei Schnee und Eis? Wie viele ausgewachsene durchschnittliche Kühe hätten auf dem Platz Platz angenommen, die Olmer würde aus unerfindlichen Gründen nach Buchs verlegt? Wie viele Tief- und Hochbauzeichner haben den Platz gezeichnet? Wie viele Skizzen davon landeten im Müll und wie viele auf einer Festplatte? Wer oder was hat am meisten Platz beansprucht in der Entstehung des Platzes? Wie viele neue Plätze kommen in den nächsten Jahren dazu? Was sagt der Rhein zum Platz und was der Wald? Wie oft hat jemand während den Sitzungen zum neuen Platz geweint, geschrien, gelacht, gemurmelt oder gelogen? Wie viele Elefanten vertrüge das Dach? Wann hat der leitende Architekt Geburtstag? Welche Farbe ließe sich am schlechtesten entfernen? Wer freut sich mehr über den Boden, Busfahrer oder Skater? Steckt im Design eher eine leise Referenz zum baldigen Bauhausjubiläum oder eine verschlüsselte Einladung für außerirdische Besucher? Würde sich das Dach selbst in einem Datingportal eher als elegant, schlicht, praktisch, modern, unkonventionell, intergalaktisch oder retrobrutalistisch bezeichnen? Wie viele Fragen verträgt ein Platz? Wie viele generelle, wie viele relevante, wie viele irrelevante, wie viele ziellose, wie viele provokante, wie viele emotionale, wie viele metaphorische und wie viele surreale? Die Antworten werden folgen, manche bald, andere unsichtbar und einige sind schon archiviert. Ein Platz kann zum Aufbruch verführen oder zur Niederlassung einladen. Er ist gleichzeitig das flache Tor zur Welt und der öffentliche Schlüssel zum Herz von Buchs. Es kommt immer darauf an,
von welcher Seite man schaut und wohin man will. Ich wünsche dem Platz alles Gute.